Good morning, 47. Your destination is the coastal town of Sapienza, also known as the Jewel of the Amalfi Coast. Your target is a former client of ours, Silvio Caruso, a brilliant but troubled bioengineer employed by the Ether Biotech Corporation. Renowned for his early stem cell research, Caruso is now reportedly working on a far more disturbing project, a DNA-specific virus able to infect anyone, anywhere in the world. Imagine a bullet, fired in any direction, passing through countless bodies without inflicting harm, invisible and undetectable until it strikes its target. A world of armchair assassins killing with impunity. This is what awaits us, unless Caruso is stopped. Our client, one of Ether's major private stockholders, wants the project cancelled on ethical grounds, but without destroying the company in the process. She has asked us to eliminate Silvio Caruso and destroy the yet unfinished virus prototype. You will also need to deal with Caruso's lab head, Francesca DeSantis, a high-level Ether employee and cutthroat corporate climber who holds intimate knowledge of Caruso's research and could potentially carry on in his place. This is no ordinary contract, 47. Caruso's virus is a serious threat to our craft and trade, not to mention our core ideals. So failure is not an option. I'll leave you to prepare. Hallo und willkommen zurück zu Hitman. Das war die Einsatzbesprechung der neuen Mission. Die Welt von morgen. Das Einsatzziel habt ihr gesehen. Das ist der Herr Kollege hier, Silvio Caruso und Francesca DeSantis. Und wir müssen ein DNA-spezifisches Virus zerstören. Wie sieht die Planung aus? Oh, der 47 hat einen tollen Anzug an. Einen italienischen Anzug. Maßgeschneidert. Den lassen wir natürlich. Außerdem ist es warm, da soll er schön Polohemd anziehen. Der Startpunkt ist der Hauptplatz. Natürlich haben wir die Klavierseite dabei und ein paar Münzen. Und los geht's. Welcome to Sapienza 47. Silvio Caruso's family home is right across the square. The bioengineer suffers from acute travel phobia. So the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. Expect security levels to rise as you get close to the virus. Good luck, 47. Schöne Kulisse. Sehr schöne Kulisse. Mit der Liebe zum Detail. Und was steht denn eigentlich in der Zeitung? Was? Frankreich ist Weltmeister! Krass. Und wer ist denn die Dame hier? Hallo? Ciao! Salut! Ciao ragazzi! Okay. Genug Faxen gemacht. Wir müssen jemanden töten. Welcome to Sapienza 47. Silvio Caruso's family home is right across the square. The bioengineer suffers from acute travel phobia. So the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. Expect security levels to rise as you get close to the virus. Good luck, 47. Dankeschön. Dr. Lafayette speaking. Just so. I'm outside Villa Caruso now, enjoying a coffee in the sun. Lovely town. So, anything I should know about Dr. Caruso before our first session? I was briefed on his anxiety attacks, his genophobia. Very well. Don't you worry. Caruso is not the first troubled genius I have turned around. Just look at Jordan Cross. I'll have young Silvio calm and serene in no time. And you as well. It seems Ether management is concerned about Silvio Caruso's mental health, no doubt due to his mental breakdown last year. They have hired world-renowned psychologist Dr. Oscar Lafayette to treat the neurotic bioengineer. The session will no doubt take place in private, and furthermore, our records show that Caruso and Lafayette have not previously met. Yeah, no, just hear me out. Wie kann ich den Typen das so bringen? Er geht hier runter, das weiß ich ja. Aber wenn ich ihn überwältige, das sind die Zeugen. Kommt er runter oder nicht? Hier sind Zeugen, Zeugen. Ich muss schnell machen, bevor die Frau kommt. Aber da ist sie schon. Da ist die Frau. Die muss weg. Sie ist der einzige Zeugin, oder? Aber ich kann sie auch nicht überwältigen. Aber wie schnell raucht denn der seine Zigarette? That's okay, didn't hurt. Alles gut. Warte, ich halte ein bisschen auf. Ja, es hat geklappt. Okay. Aha. Neuer Job. Jetzt besorgen wir das Brechmittel, aber ich sehe hier schon, die Kollegen hier, die mögen mich nicht. Da ist der Doktor. Okay, die Frau, die sieht mich hier direkt von der Front. Warte mal. Und die hat mich eben schon angeschaut. Okay. Ich habe keinen Schlüssel und ich kann es auch nicht knacken. Kann man über den Hintereingang durch? Geht auch nicht. Ich bin jetzt einmal aus rumgelaufen. Oh oh. Warte, jetzt ist die Tür offen. Warte mal. Kann ich jetzt durch? Ah, die ist jetzt wieder zu. Oh man. So einfach geht es wohl nicht. Sei mal einfach mal dreist und geh einfach mal dahin. Nimm einfach mal das Zeugs. Der sieht mich jetzt gerade eh nicht. Und geh einfach wieder weg. Okay. Ja, toll, es ist zu spät. Table 7 are short on beer nuts. Get cracking. Voll unauffällig. Lovely climate. I should rent a space. Do my next book here. As good a place as any to spend the winter. Ja, warum nicht? Und wie war so dein Tag? Ach, nix. Hallo. Ja, geh mal wieder an deinen Tisch. Fuck dich hin. Setz dich. Trink deinen Kaffee. Oh, da sieht mich wieder jemand. Oh, weg hier. Aus sicherer Entfernung können wir ihn ja beobachten. Schmeckt gut, oder? You should probably have someone take a look at you. That there looks serious, if you ask me. I don't like those colors one bit. Ugh. Ihm geht's wohl nicht gut. Ich kann ihm ja helfen. Yeah, that's wow, that is pretty gross, actually. Da unten ist es auch schön dunkel. Warte mal. Sind hier irgendwelche Zeugen? Geht jetzt auf Toilette oder nicht? Nah, just protecting their investment. They put a lot of dough into this project. Whatever the hell it is. The competition is fierce. A lot of industrial. Huh? Geht's Ihnen besser, Dr. Lafayette? Ich will Ihnen doch nur helfen. Achso, er war ein Nicht-Ziel. Ah, wusste ich nicht. Sorry. Und wie sehe ich aus? Yes. Sprechen Sie mit dem Butler des Anwesens. Okay. Okay, wir sind hier im WC-Bereich. Ah, hier ist ein Ausgang. Sehr schön. That's okay. Oh, 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 warte mal ganz kurz. Die filzen mich doch. Warte, ich lasse die Knarre verschwinden. Eben war doch auf dem Klo, war doch ein Mülleimer, oder? So, ja. Und weg mit dir. Habe ich noch weitere verbotene Objekte? No. Hm, was waren hier? Münzen? Nee, die stehle ich nicht. Lassen wir das Trinkgeld. Sonst die Putzkräfte bekommen. Guten Tag. Hallo. Dr. Oscar Lafayette. Here to see Mr. Caruso. This will be over in no time. Ich habe nichts zu verbergen, meine Herrschaften. Thank you. Please proceed. Dankeschön. You're expected. Go right in. Alles klar, Chef. Vielen Dank. Und den Sportwagen hätte ich auch gerne. Hello, Dr. Lafayette. Hello. Oscar Jeffrey. Lafayette. I have an appointment with Mr. Caruso. Ah, yes. Senor Caruso has been informed of your arrival. Please, follow me. I shall take you to his quarters. Thank you. Dankeschön. Okay, geh mal los. Jeffrey? Jeffrey? May I say, it is well that you are here, Doctor. The Master has not been himself lately. Oh, okay. Hat er sich wieder eingeschlossen? Well, I only hope you are as good as they say. Don't worry. I am. Selbstbewusst ganz gut. Okay, dann geh mal vor, Chef. Was ist los? Hallo? Willst du dich losgehen? That is Silvio Caruso. Wieso läuft denn der Butler jetzt nicht? Ich gehe jetzt von selbst hoch. Have a nice day, Doc. Dankeschön. Da stand vorhin Körper gefunden. Ich habe den Psychologen nicht in die Truhe reingepackt. Jetzt wurde sein Körper gefunden. Das war nicht klug von mir. Jetzt suchen die mich, klasse. Looking good today, Doctor. Danke. The renowned Dr. Oscar Lafayette. Mr. Caruso, shall we begin? If you insist. Setzen Sie sich doch. Ich mache die Tür zu. Ether sends a specialist to rummage through my brain. They must think I'm losing it again. Relax. Start by telling me what's on your mind. Isn't it obvious? I'm under a lot of pressure. Work. Ach so. Mother died last year. Stress manifests itself in the strangest ways, I am told. Your mother, Isabella. Would you like to talk about her? Look, I know what you're driving at. Genau, sie wissen, worauf ich hinaus will. Und das ist genau das. Sie stehen unter Druck, Mr. Caruso. Das ist der Druck, den ich ihnen gebe. Sie werden nun von ihrem Leid erlöst. Gute Nacht. Target down. Next up, Francesca DeSantis. Unbemerkter Kill. Sehr gut. Mr. Caruso möchte nicht gestört werden, ja? Der Senior, lasst ihn bitte schlafen. Danke. Jetzt geht's weiter zu Isabella.